Jo Leute, was geht ab? Ich bin's mal wieder, euer Snoop. Ich habe damals den Meerwasser-Kanal hier oder diesen YouTube-Kanal gegründet, um euch an meinem Meerwasser-Hobby teilhaben zu lassen und euch zu zeigen, wie ich es aufgebaut habe, wie ich herangehe, wie ich was mache und wie ich das so quasi so wie ein Tagebuch oder so ein bisschen Leitfaden geben kann. Ne? So war es jetzt ursprünglich mal gedacht. Aktuell ist es natürlich so, es gab jetzt in der Vergangenheit ja auch wenig Content jetzt von mir in der letzten Zeit, weil ich nicht viel berichten kann zu meinem Meerwasserbecken. Das ist aktuell das Problem, was ich habe. Es läuft super. Die Wasserwerte sind stabil, ich mache meine Wasserwechsel ganz normal, ich habe meine Dosierung, ich habe meine Lichteinstellungen und so weiter. Also es läuft wirklich aktuell sehr gut. Die Korallen wachsen, sie danken es mir natürlich mit ihrem Wachstum, was ich mega cool finde. Ich habe mir dann so Gedanken gemacht, ich will es natürlich auch nicht komplett jetzt liegen lassen oder einfach nur ja so dahin vegetieren lassen. Das ist auch nicht meine Intention, weil mir hat es die Videos machen auch immer sehr viel Spaß gemacht. Habe ich mir aber Gedanken gemacht, wie könnte ich aber das dann verbessern oder über was könnte ich noch Videos machen. Dann kam das eine so zum anderen. Das eine zum Beispiel war, dass ich von sehr vielen Leuten auf Instagram angeschrieben werde und da immer viele Fragen gestellt bekomme. Wie mache ich was? Kannst du mir Tipps geben? Kannst du mir was empfehlen? Blablabla. Na? Und dann dachte ich mir, hey, ich habe auch schon mit anderen Instagramern so ein bisschen mal geschrieben gehabt, die auch Meerwasser-Aquaristik betreiben, die mir dann auch Tipps gegeben haben oder wo wir so ein bisschen diskutiert haben. Da dachte ich mir, hey, wie wäre es denn mit so einem Thementalk oder so einem Talk, wo man quatschen kann, wo jeder sich so ein bisschen oder wo die Community sich so ein bisschen austauschen kann? Dann ist natürlich das Problem, dass Corona aktuell ja das so ein bisschen verbietet, dass man sich dann so treffen kann und dann dementsprechend sich austauschen kann oder auch andere Meerwasserbecken anschauen kann und so weiter. Dann dachte ich mir, wieso machst du das nicht auf Twitch? Und jetzt hier auch der Aufruf an euch Leute, weshalb ich auch dieses Video gemacht habe oder was ich jetzt auch ankündigen mache. Ich habe mir da so ein neues Thema ausgedacht oder was ich jetzt in Zukunft weiter verfolgen möchte. Und zwar ist es dieser Meerwassertalk auf Twitch. In der Beschreibung ist der Link, wie ihr auf meinen Twitch-Kanal kommt. Und da werde ich jeden Mittwoch ab 16 Uhr werde ich live sein und mache einen Meerwassertalk. Die Themen, was da drin besprochen werden oder beziehungsweise was habe ich mir da drunter vorgestellt oder wie habe ich das geplant zu machen? Also zum einen ist es so, dass es ja eben das Thema gibt, dass mich viele Leute bei Instagram oder einige Leute bei Instagram anschreiben und mir auch Fragen stellen. Und darauf möchte ich dann in dem Livestream eingehen. Das heißt, ihr könnt mir weiterhin eure Fragen bei Instagram schicken. Ihr könnt es auch unten in die Kommentare schreiben, ist auch kein Problem unter den Videos. Und dann würde ich einfach auf diese Nachrichten eingehen, werde euch das versuchen, mit meinen Worten zu erklären. Vielleicht habt ihr auch eine andere Ansicht, vielleicht sind auch andere Leute in dem Stream dabei, die auch ihre Meinung dazu sagen. Ne? Also das soll wirklich ein Thementalk sein, dass man einfach untereinander sich austauscht, jeder so ein bisschen eine Meinung oder so einen Standpunkt hat und dann darüber so ein bisschen diskutiert. Das war so der eine Grundgedanke. Der andere Grundgedanke, den ich da auch gehabt habe oder den ich auch da gerne mit umsetzen möchte, wäre, dass man sich vielleicht über Discord oder Teamspeak mal ein, zwei Gäste dazu holt, wo man dann auch verschiedene Themen durchspricht, auch auf die Zuschauer dann eingeht, Zuschauerfragen klärt und so weiter. Das habe ich mir jetzt so überlegt, dass man das machen könnte. Und was auch noch eine Möglichkeit wäre, dass ihr mir Vorschläge schickt, auf welches Video das man oder wo ich auf ein Video reacten könnte. Oder eben auch mit den Zuschauern, dass man sagt, hey, ich habe jetzt irgendjemanden XYZ im Stream dabei, der ist mein Gast, sage ich jetzt mal, im Stream, wo man auch dann gemeinsam Aquarien anschaut von YouTube oder sonst wo oder vielleicht auch von euren Becken, die dann gemeinsam anschaut und die dementsprechend bewertet, aber vielleicht auch Hilfestellung oder Tipps gibt. Ne? Das wäre jetzt so die Möglichkeit, die ich mir jetzt ausgedacht habe, einfach ein Meerwasser-Talk für die Community, auch für andere Leute. Leute, ihr könnt auch jeder, dem sowas gefällt, ihr könnt auch gerne vorbeikommen und könnt eure Fragen stellen, ne? Oder eure Intention dazu. Man kann auch Hilfestellungen geben und das ist eigentlich der Grundgedanke an diesem Meerwasser-Talk. Na, es soll einfach auf die Leute reagiert werden, es soll unterhaltsam sein und es soll auch spannend vielleicht ein bisschen sein und auch ein bisschen locker, chillig, mit euch einfach ein bisschen quatschen. Na, das ist so meine Intention dabei. Und ich würde mich mega drüber freuen, wenn das bei euch auch so gut ankommt. Und mir bleibt dazu dann nichts weiter zu sagen, als wir sehen uns dann am Mittwoch. Ab 16 Uhr bin ich live auf Twitch. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt und auch schon ein paar Fragen vielleicht habt oder mir vielleicht auch bei Instagram schreiben wollt. Und ich würde mich mega drüber freuen. Und bis dahin, Leute, haut rein. Schönen Tag, schönen Abend, whatever. Haut rein, ciao, ciao.